Soddele. Wieso habe ich das Gefühl, dass der Name der Mission einfach mal sehr viel gespoilert hat gerade? Ich habe bislang zu wenig getrunken heute. Merkt das schon. Lumia Games, bis denn. Now to find an exit. Er klingt immer sehr, sehr motiviert. It's your turn. No escape. Gouge. Pierce. Alter, der Angriff ist überhaupt nicht durchdrehen. Achso, der ist schon tot. Da ist noch einer. Jetzt mit ein paar neuen Fähigkeiten funktioniert der gleich noch besser. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir Hohl hier echt auf krasse Ideen bringen? Noch was? Nope. Aber hier. Geld. Geld. Weil jetzt bin ich umso mehr gespannt, wie Dantes Gameplay nachher wird. Weil mit den beiden macht jetzt schon echt Spaß, muss ich sagen. Ja, schon Spaß. Ich bin immer für Schach. Mhm. So das. Sick. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier sau viel Zeug übersehen werde? Oh, ich bin so müde gerade. Nein, nicht das. Gouge to see the world.
Es ist vor allem echt schwierig mit dem, das Lesen. Also man muss ja echt L2 gedrückt halten und nebenbei noch den ganzen anderen Kram machen. Ich ein nächster bitte zurück, wem auch immer. Ja Mensch, ne? Da bist du einmal am Lurken und dann hast du auf einmal ein Abo an der Backe. Nice operator. This ship is awfully big. Das sollte ich vielleicht auch mal mehr machen. Einfach mal meine Viecher befördern. Scheint praktisch zu sein, die Viecher einfach mal zu befördern. Als wären gute Mitarbeiter tatsächlich gut. So schwer, gute Mitarbeiter zu finden. Komm. Ist da noch was? Nö. Oha. Mach den Vogel. Der Vogel erinnert mich echt so an eine Analdigitation von Jago. Weiß nicht warum. Muss am großen Maul liegen. Ugh. Splat. Groß und hässlich. Ey, ich bin gerade am Lesen, Arschloch. Up your anus. Aber ich muss von wie eindeutig die Musik ändern, also... Die Musik fetzt mal so überhaupt nicht. Dachte ich es mir doch. Sogar eine violette Kugel. Wow. Hey. Wieso kriege ich ausgerechnet jetzt Kopfschmerzen, wo ich so viel Spaß an dem Spiel habe, ey? Das ist voll ätzend. Right.
Ich meine, man könnte dem Spiel auch den totalen Metal Gear Solid 2 abziehen, sag ich mal so. So aus dem Motto, oh, Dante kommt ja die meiste Zeit gar nicht vor. Weiß er noch, ne? Wetter. Ja, an sich schon. Das Wetter bounced bei uns in letzter Zeit auch im Stundentakt. Und das ist eigentlich sowas, das killt mich. Entweder ist es hell oder ist es dunkel, aber es ist immer halt dieses Rauf runter und das ist mega ungesund. Du triffst nicht, Junge. Ja, sein Film ist irgendwie echt nicht nice. Das klingt eher merkwürdig auch so ein bisschen. Sandwich. Ah. Ja, bei uns aber auch. Also das Wetter ist bei uns, ändert sich alle 5 Minuten gefühlt. Mal regnet's, mal stürmt's, dann scheint wieder die Sonne. Ist richtig fucked up. Das findet mein Körper nicht witzig, sage ich euch. Vor allem macht er einen Slow Clap. Ein bisschen heu. Oh, nee, nee. Das ist vor allem eine Death Note-Anspielung. Ja, sein Film ist echt. It's a big oof. Finally outside!
Ich habe das Gefühl, ich verpasse hier irgendwas. Ganz merkwürdiges Gefühl. Achso, hier. Wahrscheinlich Boss incoming. So, wie kommt sie jetzt hier hin? Hey, I could use a hand. Ugh, you got it. Wait right there. Jetzt hat sie so lange gebraucht, dass... dass er schon pennen kann? Okay. Yo, you just hear the window shop? Der Tunnelgräber. Die Frau, ne? Machen wir so. Achso, ja, seine Kombos, genau. Die Karre heißt Ninotaurus, was? Ja, ich kann von der Frau noch sehr viel lernen. Das ist... Alter. Malthus, of course, more trouble. Not sure about that. Oh, Scheiße. Never seen him before. Not here in the world anyway. Search for the devil's sword, Sparta. You know where it is. He told me to leave it be. But I'm afraid it still concerns me. As long as there is a blood descendant of Sparta. I cannot take any chances. Do you understand? Find it and destroy it. Boing, boing, boing. Only then will his. Please don't ban me, Twitch. Nice horse. Ach du Kacke. I see. I know what you are. Don't worry. I'll be gentle. Sick. Das könnte ein nerviger Bossfight werden. Jetzt kriegt er.
Jesus, wie lange hält das? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Shit, Bird is dead. Bird. Oh shit. Okay, den Vogel abzugraden ist auch eine ziemlich gute Idee. Okay, man muss einfach nur aus seiner Reichweite raus. Definitiv ein paar mehr Finger hier. Wenn ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass es wirklich auflädt, sondern... Na, irgendwie nichts tut, so be honest. Wo ist hier mal das raus? Oh Gott, wo ist denn das jetzt hier? It's another demon dick. Let's go. Once we are near the Sparta, even I should be able to sense its presence. Solide. Hm?
Mission 6 spielt jetzt vor der, die ich eben hatte? Okay, you got my attention. Ah, jetzt sind wir wieder in Nero. Okay. Jetzt sind wir wieder in Nero. Deswegen finde ich es gut, dass wir hier so einen Zeitstrahl haben. Das macht das Ganze um einiges übersichtlicher. So, jetzt sind wir wieder mit Nero unterwegs. Ich vermisse Dante trotzdem so ein bisschen. Ich hätte jetzt gerne mal wieder, ne? Hey, I got a new arm for you. Nani? Tomboy? Busterarm? Mir fällt jetzt erst auf, was die Frau für Tattoos hat. Wo sie sie auch hat, vor allem. Ups. Verborgene Macht, die Blue Rose und Red Queen auflädt. Die Aufgabe kann einiges herstellen. Oh. Sick. Handschleim behalte ich mal. Was bist du? Was der mit einem Heat töten kann. Seine enorme Kraft macht ihn leicht zerbrechlich. Klingt interessant. Oh. Ah, so viel Kohle habe ich jetzt nun auch nicht. Da ist so viel. Na doch. Sich klar, boah. Das ist schon immer eine Menge. So, ich sollte dieses Mal tatsächlich mal aufhören, meine ganzen Arme zu verschießen. Fancy Busterarm, ja, ne? Wie viele Knochen? Ja, stimmt eigentlich. Das Lady liegt die ganze Zeit da hinten. Zum Glück mittlerweile angezogen. Also nicht angezogen, aber... Ne, das Goop wurde entfernt und es wurde durch eine Decke ersetzt, die tatsächlich was verdeckt. Wenn man überlegt, ist eigentlich die Tatsache, was Decken tun, to be honest. Well, she ain't dead. Got a pretty smoking body, though. Ja, doch. Stimme zu. Not that I was barely even noticed. You know, you should go do your thing. I got this. Yeah. Mhm. What the hell? Whoa. He's too big to leave alone. Better take care of it. Stay alert. Yeah. Diese Sonic ist hier. Gotta go fast. Gilgamesh? Holla die Waldfee. That's a big one. Big ugly one. So. Stimmt, das ist ja der Dodge Arm. Ach, natürlich. Okay.
Ich hab's begriffen. Kommt der jetzt runter? Nee. Das genügt ihm nicht. Shit, ich komme da nicht hoch. Wer darf in Blue World, mein Duden? So. Meine Inkompetenz, sie kennt mal wieder keine Grenzen. Punchline. Gott, hier liegt hier viel Zeug. Juck. Oh, Mann. So. Das ist ein tanky Bastard. Aber schön, dass er einen immer direkt hier hochbringt dann. Das Autotargeting so gut funktioniert. Hier liegen überall fucking Arme. Gott. What are you doing down there? You didn't think you did that all by yourself, did ya? You know, I bet you taste like chicken. Oh, you ungrateful son. I'll leave this beast to you. I must press on. Ich mag seinen Vogel viel lieber als ihn. To be honest, wirklich. Es ist einfach seine Persönlichkeit irgendwie. Buster Arm, sehr nice. Ach so, Buster. Oh, ich verstehe. So ein Arm ist das. Yikes.
Be gone, Thought. Nächster bitte! Komm, F-Bite, vielen Dank für den Sub, mein Dude! So ein Mistvieh. Na komm! Mach doch! Puh! Oh mein Gott. Ja, war aber ein einfacher Boss eigentlich. Sein, da kommt noch mehr. Ich hoffe, da kommen noch mehr, weil das war... Ne, doch, ich wurde ein, zwei Mal getroffen. Also ich bin nicht perfekt durchgekommen. Ladies away. Got any questions for? Better make it fast. All right. Hey, wait. We could use that. Pick it up. Not that one. The other one. Was soll das? Next to it. Come on, Nico. This one? Sure. Du weißt schon, dass das was aussieht wie ein Dämonenpenis. Yeah. Zum Jubiläum kann ich ja das hier mal noch hinterher werfen. Vielen Dank für die 500 Bits und vielen Dank generell, MathBite. Oh, das ist... 10 Jahre, also das hatten wir ja vorhin schon. Ja, was macht die Dose da? Warum lacht deine Dose? Mit was auch immer für ein Inhalt. Ja. So what happened to him and Trish? They end up like you? Trish, she was captured. I remember that. But I don't know what happened to Dante. Duh. Sorry. Damn it. You can't travel through here in a car. Yeah, we know. We're just waiting on you. There's only one way up that tree. Hang on. I'll get ready. Waren Ananasringe? Warum? I'm glad to see you look so well. You too, I guess. I found these. If they're of any use to you, they're yours. Wow. I can make something truly awesome out of these. Shocker. Can we trust him? Your guess is as good as mine. He might be useful, though. Enough talking. Get some rest. You need it. War die ganze Zeit in dem Goop Monster. Ihre Frisur steht. Ja, die Frau hat echt ein seltsames Hobby. Oh, look, a Demon Dick! Erstmal einen Arm draus bauen. Yo, lady, wake up! The fuck? Time to get to work. I was just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path. So start digging. Come on, get up. Got something to wear that's good for digging? Ooh. Oh, ich darf mir aussuchen, wen ich mache. Ja, also... Ich hab kurz nicht... Es war Zensur-Lens-Flair, also ich glaub... Ich glaub, wir sind cool.
Ich glaube, es war Zensur-Lens-Flair. Also ich glaube, ich muss keine Angst haben. Please don't ban me. Beim PC ist das nicht? Okay. Da muss ich mir doch keine Sorgen machen. Nani? Wow. Oh, lassen wir erstmal so. Ich glaube, sonst spare ich auch erstmal jetzt auf. Ja, wobei, ich kaufe mir eine blaue. Jo. Ja, ich glaube, die. Ernsthaft, in der PC-Version ist das denn nicht? Ist nicht zensiert? Also Zensur-Lens-Flair, ich beschwere mich jetzt nicht, weil das mir höchstwahrscheinlich meinen Account retten würde hier. Aber ja. Oh boy. Da muss ich mir doch tatsächlich mal die PC-Version angucken. Sofern man die auf YouTube sehen kann. Oder ich mach's mir ganz einfach und ich suche nachher schlicht und ergreifend nach Lady oder Trish Good Stuff. So einfach ist das. Just saying. Achso, und jetzt machen wir uns hier gegenseitig den Weg frei. Ja, ich meine, Vs Kampfstil ist nice, aber ich mag den von Nero einfach ein bisschen lieber. Es ist mehr der direkte Fight. Ja, wer kann schon zu Trish oder Lady Good Stuff nein sagen? Ah ja, stimmt. Also, ich muss erstmal gucken. So, das, ja. Ich habe mich aber jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Halten an sich nicht viel aus. Es ist nur deren fucking Scherenblock-Scheiß. Ich seh nix. Boah. Okay, der Busterarm ist mal cool. You can follow if you want. I'm going ahead. Wenn Gegner nicht unbedingt die Scheiße blocken. Wie diese Nervensägen halt. Boah, bei Lady auf die Augen achten. Hui, schwierig, weiß ich jetzt nicht. Noch eine goldene Kugel. Speed. Ah, verstehe.
gibt so viele coole Ärmchen eigentlich. Okay, die Dodge-Varianten sind jetzt nicht unbedingt die coolsten. Vom Grafikstyle, dass man nicht so sehr erkennen kann. Ah, so. Weiß nicht, ich war, als ich die letzten Male hier eben gerade Lady gesehen habe, musste ich an andere, auf andere Dinge achten. Weiß ja nicht, wie es euch geht. You don't give a shit, do you? Weggepuncht den Dude. Klingt beinahe nach einem Wunschzettel. Was du nicht sagst. Wunschzettel schreibt man nur an Vater Santa Claus. Und der denkt sich immer so, wow. Das lese ich vielleicht einmal im Jahr. Das mal mit Nero schnell unterwegs, wenn man auf Speed ist. Ragtime. So, was machst du jetzt? Oh! Ah, das ist Cronenberg. Some quickie time. So, noch rauskriegen, was passiert, wenn man das mal ein bisschen auflädt. Was dabei rumkommt. Manchmal, wenn wir die nächsten paar großen Gegner hier haben. Hat wirklich jemand meinen Zettel? Ach. Ach. Ach, hol, du hast mich in dem Video schon gelobt. Das genügt mir. Das ist, ne? This is something. Wenn du mit dem Feld reinschießt, werden die Kugeln gestoppt. Oh. Das ist... Hier, die Kamera ist manchmal echt ein bisschen funky. Also, das muss man ja mal echt sagen. Also, an manchen Stellen ist sie ein bisschen sehr close. Aber es ist jetzt nicht, nicht, dass es mich großartig stören würde. Oh shit, da kommen die raus. Oh, oh. Scheiße. Mein Ärmchen! Okay, jetzt verstehe ich. Ist trotzdem nicht wirklich super effektiv. Nein, kann ich hier drin verletzt werden? Keine Ahnung. Ich glaube, ich fange an zu verstehen. Wie lange hält das? Ah, bis es irgendwann Bumm macht.
Tomboy ist... Ach ja, stimmt. Tomboy lädt ja meine Waffen auf. Das ist praktisch. Ich kann Tomboy aber auch als Shotgun-Ersatz benutzen. Okay, I see where this is going. Am Anfang des Streams nachgeholt, Werk von Drage, weil ich es verpasst hatte. Oh, mein Dude. Aber Andy, dir auch vielen Dank, ne? Also, Jesus. Jesus. Okay. Guess I'm going down. Das bufft ja nochmal mein Schwert auf einem komplett anderen Level. Alter, wie das Schwert auch aussieht gerade. Sweet Surrender, yes, mein Dildo-Arm. Ich will aber Tomboy wieder haben. Tomboy macht Spaß. Jesus. Tomboy ist sick. Holy. Kann ich nur noch diesen Arm haben, bitte? Hä? Irgendwas lebt hier noch. Ich hab's nur wahrscheinlich außerhalb. Ja, ich hab's absolut zerstört. Alter. Das war blöd. Dass die L1-Taste auch einfach dieser fucking Angriff ist, der deine Scheiße kaputt macht, ey. Würdest du... Achso, das Ding ist hinüber. Er hat nicht mal getroffen gerade. Der hier aber umso mehr. Den sollte ich vielleicht viel eher einfach ausweichen, anstatt versuchen, den zu kontern. Ja, okay, die Kamera ist irgendwo... Einfach mal den Dildo am Happy End taufen. Ja, ist richtig. Ach du Kacke. Das wird hier kein witziger Ort. Ich merke das schon. Aber gut, es ist auch eine Rolltreppe. Also was wundert's mich? Ich kümmere mich erstmal um euch.
So, und den da auch noch. Die sind alle da unten. Haben mal die Rolltreppe genommen. Sackgesicht. Du musst dich unbedingt einmischen. Wow. Das ist doch ja so gesamter Gameplan. Ihr wollt einfach nur immer eure scheiß Scheren haben. Ja, möchtet ihr mich mal... Okay, das war einer. Ganz geil, wie ich das als Wand benutzen kann, damit die mir nicht zu nahe kommen können. Ärmchen. There we go. Ich hab's aber auch noch nicht einmal geschafft, Triple S zu bekommen. Also, das haben sie echt hochgeschraubt hier. Das ist nicht mehr so easy. Megabuster. Yay, wieder springen wie Mega Man. So, wie kommt sie jetzt hier hin? Come on. Board, I've got a job for you. Oh Mann. Was ist diese Frau? Alter, die Frau braucht keine Bahncard, sie ist die Bahncard. Alter. Fetzt einmal quer durch die Wand. Kann mir aktuell noch nichts richtig leisten, ne? Airhike? Ich könnte mir Airhike kaufen. Double Jump ist schon nice. Komm. Ja. Ne, ich spare doch noch. Ich dachte, ich hätte genug, um mir was zu holen. Scheiße, ich habe meine Bahn verpasst. Auf einmal fährt sie irgendwie durch die, ne? Knallt sie durch die Wand. Wann ist Streamende? Wenn der Stream zu Ende ist. Holla, die Waldfee. Sieht aber ungemütlich aus.
Richtiges Kuddelmuddelwetter. Von Nero klingt einfach so unglaublich gut. Was zur Hölle? Ich guck noch mal kurz. Ne, komm, da wird schon nichts sein. What the fuck? Ach. Ach du Scheiße. Nice. Getting the band back together, huh? What evil lurks? I must destroy. Er ist so ein Edgelord. Oh boy. Are you serious? Oh, das Gute ist, ich hab ihn als Hilfe. Das ist nicht mal ein Boss. Das wäre ein Boss. Gott, halten die viel aus. Vor allem, wie halten die Load-Dinger mehr aus als der eigentliche, den ich irgendwie innerhalb von Sekunden zerstört habe? Geballert. Ach so, es ist Proto. Es ist Proto-Man. Took us long enough to get here. What? Tired already? I just remembered something. This town was attacked once before. Is that so? Erinnerung ex machina? I can still see it.
In fact, I was playing right here. That was the house. It's trees. This is where we part ways. You go ahead. You're gonna miss all the fun. No. I must seek out the Devil's Sword Sparta. What? Yeah, I don't think that's such a good idea. Trust me. You're not the only one who thinks so. But to win this fight, we're going to need all the help we can get. Ich war eigentlich der Einzige, der das Gefühl hat, dass V mit einem komplett anderen Mikro aufgenommen hat als die anderen. Irgendwie klingt seine Stimme ganz anders. Von der Qualität her, meine ich. Oder ist das einfach nur gerade von mir eine Macke? Okay. Guess there's no point thinking about it. Perfect timing. Yeah. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off. Get in the car. Sie ist so 100% lesbisch. Oh my god. Hm. Und eine Sicherheitsgurt. Weißt du, was mich für eher interessiert? Wie schafft sie es, dass das Auto noch nicht komplett im Arsch ist? Was für ein fucking Titanium-Auto hat die Frau? Oh yeah. Das wird schmutzig. Nee. Hoffe ich mir welche oder sorge ich dafür, dass ich welche finde? Ach, ich warte darauf, dass ich welche finde. Ein Fuhrpark? Nee, das ist immer dasselbe Auto. Ich meine ja nur, ne?